geht schon weiter bei Let's Play Half-Life Opposing Force. Hier wird schon wieder Blue Shift sagen. Nee. Im letzten Part sind wir mit unserem schönen Heli abgestürzt hier über Black Mesa. Unser ganzes Team ist tot, aber ja, wir leben immer noch. Wir haben hier schon eine coole neue Waffe, nämlich den Desert Eagle, und gehen jetzt hier voran. Und was wartet hier auf uns? Oh! What the hell? Geht hier schon mal schlimm. Okay. Ach, da ist ja noch einer. Wow, what a kill kann man nicht mit dem. Ist ja geil. Ja, wir haben auch noch unser Brecheisen hier und so was Cooles. Und wir haben im letzten Part auch hier den Strom ausgeschaltet. Da ist übrigens unser kaputter Heli. Und jetzt kommen wir hier durch und aktivieren wir den hier. Shepard, wir leben noch. Hören Sie, uns hat es ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Die Obwohle, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa mit dem Anbieter vor. Wenn Sie es durch das Schiffsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Viel Glück. Ende. Bin ich nicht ganz zufällig an der Oberfläche, aber egal. Egal, ich hau hier erstmal die Kisten kaputt und hoffe, dass Munition drin ist. Das wäre nämlich echt gut. Mit 7 Schuss kämpft es sich nicht so gut. Besonders wenn jetzt schon hier Blitzdinger kommen. Ah, die kommen viel zu früh, ganz ehrlich. Herr Krips haben wir auch schon. Ja, übrigens, und wir sind Adrian Shepard. Wir sind nicht irgendwie Barney, wir sind noch nicht Freeman. Ich habe jetzt echt für eine Sekunde seinen Namen vergessen. Oh, wir sind Adrian Shepard vom Militär. John Shepard wäre cooler. Oder Maxi Shepard. Maxi Shepard. Boah, das wäre viel epischer. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Egal. Okay, wo sind wir hier? Wir sind irgendwo unten. Und das ist übrigens unsere coole Brille hier, mit der wir in der Nacht sehen können. Ach, jetzt muss natürlich lenken hier. Sehe ich da ein Seil oder sehe ich da Spuckdinger? Ich sehe Spuckdinger. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, langsam, langsam. Okay, nicht langsam, aber egal. Geschafft ist geschafft. Kann man sich an den Dingern auch rumschwingen? Ich glaube nicht. Ich will es auch nicht testen. Ich versuche mich mal an den Dingern vorbeizuschleichen, ohne genommen zu werden. Ich habe jetzt keine Lust, die Munition an denen zu verschwenden. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir da ganz leise, gehen wir da weiter. Ohne, dass uns irgendwas sieht. Ohne, dass uns irgendwas sieht. Kommen wir hier weiter. Jo, wir können da weiter. Cool. Was gibt's hier Schönes? Nichts. Toll. Okay, aber ging's da nicht? Da ging's doch noch runter, oder? Erinnere ich mich da. Ach, scheiße. Ach, verdammt. Nein, sehe ich nicht an. Ich brauche gerade Leben. Ich habe sehr wenig davon. Da war doch irgendwo eine Leiter, die nach unten geführt hat. Oder habe ich mir das eingebildet? Hier. Ach so. Das ist wahrscheinlich nur, wenn man runtergefallen ist. Ach, super. 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 Egal. So wird der Part länger, würde ich mal sagen. Komm, etwas Zeit rauszögern. Tür auf. Okay, ich werde hier kommen wieder Gegner. Oh! Cool! Na bitte mal. Flasher. Ja! Hey, vorher habe ich sie mit einem Schuss getötet, jetzt brauche ich 4 Schüsse. Oder 5 oder keine Ahnung was. Okay, jetzt machen wir hier wieder mit dem. Jetzt habe ich noch einmal wieder mit einem Schuss getötet. Ganz ehrlich, was ist das für eine Kacke? Oh, da ist ein toter Backup. Und der hat uns eine Shotgun da gelassen. Der ist mir irgendwie sympathisch. Der ist mir schon echt sympathisch, der Tote hier. Okay. Bam. Ich brauche keinen Shotgun. Ich tu dir auch so one killen. Okay, aber trotzdem würde ich die Shotgun lieber nehmen. Ich höre schon wieder welche. Ich höre auch. Oh, hat du das gedehnt? Hat du das gedehnt? Der war doch wunderschön hier, echt. Okay, gut. Wie geht's hier weiter? Da ist der Tote hier und. Gut. Na, wir haben nur 12 Schuss mit dir. Das ist wenig. Okay, was gibt's hier? Ich hoffe, keine Gegner. Oh, Anflugenergie, geil. Nein. Okay, ich verstecke mich hier hinter.
Hey, warum stirbst du? Bist du... Oh, verarscht das Ding mich? Ja, ich kann dich mit dem Solo One killen, aber nicht mit der Shotgun. Aha, Logik, Logik, Logik. Egal, Kackerflogik. Okay, ich höre schon wieder irgendwelche welche. Oh, viel zu viele von diesen merkwürdigen Kreaturen. Was gibt's hier? Keine Ahnung was. Hoffentlich irgendwas Nettes. Aber erstmal gehe ich hier runter, weil ich glaube, da hinten geht's weiter. Komm, runter, runter, runter. Super. Genauso gab es auch in Half-Life Blue Shift. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist so. Wenn man so dumm ist und da runterfällt, wie kann man da bitte runterfallen? Ich weiß es nicht. Ich will das auch gar nicht wissen und ich will es auch nicht testen. Okay, da ist radioaktive Pappe. Ah, toll. Okay, wo müssen wir lang? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich glaube, wir haben ein ganz kleines Problem. Toll, der Boden bricht zusammen. Sehr schön. Super. Kakaostrom. Aber nee, wartet mal. Ich glaube, das hätte man besser lösen können. Ist das ein guter Speicherstand? Ja. Ich jump jetzt nämlich ganz schnell hier zu der Leiter hin. Ich habe keine Ahnung, wie man das bitte schaffen soll, ohne ihr Leben zu verlieren. Also radioaktive Pumpe fällt hier runter und ich würde sagen, ich würde da gerne rein. Oh. Das lag toll. Okay. Okay, hier geht alles kaputt. Aber ganz ehrlich, wie sollte man denn jetzt hochkommen, bitte ohne da die Blitze reinzulaufen? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Steigt die radioaktive Pumpe zufällig? Ach nö, schon wieder radioaktive Pumpe. Hey, weiter geht's, und jetzt überlege ich mir, wie ich hier vor der radioaktiven Pumpe fliehen kann. Aber nee, wartet mal. Es kann doch jetzt nicht sein, dass man hier echt so hier sich hochschießen kann, indem man die ganze Leben verliert. Nee. Ich habe eine Idee. Ich stelle mich hier hin und warte jetzt auf das bittere Ende. Ich würde es jetzt einfach mal testen. Es kann nicht sein, dass man hier hochgehen muss und sein ganzes Leben verlieren muss. Oh, und man sollte natürlich nicht dastehen, wo die Säule auf einen runterfällt. Okay, nein, ich mache das jetzt richtig. Es muss irgendeinen richtigen Weg geben. Okay, ich habe eine Schocker. Das bringt mir viel, wenn die Decke auf mich rauffällt. Ja, das tut es. Hi, Walters! Yeah! Warum geht das? Ist das überhaupt aufgegangen, ganz ehrlich? Okay. Okay. Na, es muss irgendwas passieren, damit man da hochkommt. Vielleicht bricht eins von den Dingern darunter, aber da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Hallo? Oh. Relative Pumpstack. Okay. Oh. Ah, okay. Doch, es gibt eine Möglichkeit. So, schön. Und jetzt sind wir hier oben. Und wenn wir jetzt hier oben sind, das bringt uns was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Epigen. Hey, da ist... Das ist der G-Man. G-Man? Dankeschön. Dankeschön. Oh. Ha. Oh, gerade nochmal so geschafft. Von der radioaktiven Pumpe geflohen. Oh. Da hat uns der G-Man gerettet. Interessant, aber... Er ist weg. Ha, mysteriös. Mysteriös. Wir haben ihn ja auch am Ende von Half-Life Source, also vom normalen Half-Life haben wir ihn auch getroffen. Und im Blue Shift haben wir ihn auch ein, zweimal gesehen. Mysteriös, echt man. Ich habe keine Ahnung immer noch, was der genau jetzt hier mit der Story zu tun hat. Er hat uns ja am Ende bei Half-Life Source hat uns ja einen Job angeboten, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie soll ich da genau weiterkommen? Nein. Das kann man doch, ganz ehrlich, das kann man doch mit einem Sprung schaffen, oder? Was denn? Okay, wartet. Nee, ich weiß schon, wie es geht. Was? So. Okay, vielleicht doch nicht so. Und dann? So, doch.
Das ist doch scheiße. Veräppelt mich das Spiel. Das kann man doch tatsächlich, das kann man doch schaffen. Was? Ich war doch nicht in der radioaktiven Bombe, das kannst du mir echt nicht erzählen. Okay, ich schaue jetzt auf den Boden. Ey, Mann. Oh. Das kannst du nicht sein. Ich verliere ja gleich immer so viel Leben, 40 Leben oder so. Okay, was genau bringt mir das? Nein, also das kann man schaffen, das kann man echt schaffen. Boah, schaff es doch, Shepard. Warum bist du nicht Gordon Freeman oder Barney? Barney ist viel cooler als du. Shepard und Shepard ist, wenn du gegen Shepard kämpfen würdest, würdest du keine 2 Sekunden überleben. Was gegen Shepard? Gegen Freeman natürlich. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ist mir so kacke. Dann mach ich's einfach so. So. Was denkst du davon? Keine Ahnung. Das musste sein, gell? Das musste jetzt sein, oder was? Egal, ich sag dazu nichts mehr. Veräppelst du mich? 3 Schüsse mit einer Schocker. Natürlich. Das ist ein Aircraft. Nee, ich töte sie nicht. Ich töte sie nicht. Kein Bock. Kann man das Ding hier irgendwie bewegen? Ich glaube nicht. Egal. Dann geh mal so, so. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, ein Polizist. Nett. Ein toter Polizist, vielleicht doch gar nicht mal so nett. Okay, gut. Activate. So. Nee, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Da. Hör ich da diese hässliche großen Augen? Ich glaube schon. Warum kann ich da jetzt nicht mehr raus? Ich bin doch da so reingekommen. Ja, geht doch. Okay. So. Dann so. Und schon haben wir es geschafft. Und dann kommen wir hier auf das Ding da drücken, aber das bringt uns, ich hab keine Ahnung was. Sehr crap. Okay, gut, dann speichern wir. Verarschst du mich, die hat auf uns gewartet, die Kacke crap, nein. Super, ich kann sie nicht treffen von ihr, oder was? Ah ne, sie geht in die radioaktive Suppe, ganz ehrlich, wenn sie da nicht stirbt. Ach, ich meine, die Aircrafts sind mir viel zu schlau, ganz ehrlich, die gehen nicht mal in die radioaktive Pumpe. Ich hasse Aircrafts. Oh mein Gott, die kosten mich meine ganze Munition hier. Oh mein Gott, sage ich dazu bloß. Eine Welt ohne Hellcrabs, das wäre eine schöne Welt. Okay, aber was bringt mir das jetzt genau? Ich muss wahrscheinlich... Achso, ja, dann... Ich war schon. So. So. Komm, geh da durch. Shepard, komm, du bist nicht so dick, du kannst da durch. Shepard, warum? Schön so. Und dann hier drauf jumpen. Dann hier drauf. Dann da drauf fallen lassen. Und dann speichern und dann... Wow! Ah! Oh, geschafft, endlich. Gut, und dann können wir jetzt weiter und... Schauen wir mal, was hier von Schönes wartet. Ich würde Gegner. Was sind immer Gegner? Oh, eine Schranke. Push the button. Ah, als wir Gordon Freeman waren, sind wir genau durch diesen Tunnel auch gekommen, ganz am Anfang. Hm, interesting, interesting. Immer diese schönen Verbindungen. Und ich glaube, wir müssen in das Rohr, oder? Müssen wir in das Rohr? Das Rohr sieht aber irgendwie eklig aus. Egal, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Wahl, meine ich. Wow. Wunderschön. Super. Toll. Sieht mir sehr gesund aus, die Suppe hier. Aber egal, immer sieht die Suppe eigentlich gesund aus, würde ich mal sagen. Versuch nicht in die Dinger da rein zu jumpen und ich hoffe, er ist kein Killerfisch. Ich hasse Killerfische. Killerfische tun weh. Und ich habe gedacht, das wäre eine Leiter, aber es war kein Leiter, sondern nur Wasser. Warum sieht das Wasser eigentlich in Half-Life immer so giftig aus? Ganz ehrlich, das ist sogar das normale Wasser sieht giftig aus. Ach so, das ist unsere Waffe, die dieses Geräusch da macht. Ich frag mich die ganze Zeit, warum da so merkwürdiges Geräusch immer ist. Das würden wir immer das,
Präzision-Ding da machen. Und ich werde hier... Warte, dein Gegner von irgendwo. Damit haben wir Granaten. Granato. Gut, dann sieht es schon mal sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Okay, eigentlich nicht. Wir sind alleine in einer merkwürdigen Forschungsanstalt, wo Aliens kommen. Aber sonst sieht es gut aus. Was geht hier? Robotic Loading Operation. What the... Oh. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir vielleicht den Roboter töten? Ey, den Roboter kenne ich auch. Schieß mir einfach mal drauf. Okay, jetzt kann er seinen schönen Schwung machen. Jetzt kann er hier durchgehen. Und das bringt uns insofern was... Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es bringt uns überhaupt was. Egal, ob es uns bringt oder ob es uns nicht bringt, das werden wir erst im nächsten Mal bei Let's Play Half-Life Opposing Force erfahren. Bis dann, euer Dampfmaster Fixture.